Ja, hallo Freunde. Gern soll es weitergehen mit unserer Soundswitch-Reihe, nachdem wir bei den letzten beiden Mal einmal kennengelernt haben, wie man in Soundswitch mit den vorhandenen Autoloops gut arbeiten kann und in dem letzten Video nochmal kurz angesehen haben, wie man die mit MIDI sehr gut steuern kann, soll es heute im zweiten Autoloop-Teil darum gehen, wie kann ich die vorhandenen Autoloops verändern und vor allem, wie kann ich mir eventuell völlig eigene Autoloops kreieren und schaffen. Bei der Gelegenheit werden wir dann auch gleich kennenlernen, weil wir diese eigenen kreieren oder die vorhandenen ändern. Wie arbeite ich mit diesen Bearbeitungsspuren, mit den Tracks in Autoloop? Was gibt es da an Hinweisen, an Tipps und Tricks? Da wird später noch mehr kommen, wenn es um Scripting geht, aber hier schon die grundlegenden Bearbeitungen. Wie kann ich da meine Sound bzw. meine Lichttracks anpassen. Da werden wir heute einiges zu sehen und das ist dann auch gleich Basis für das, was dann später noch kommt. Also Autoloops anpassen, Autoloops selber machen und wie geht das Ganze, wenn wir uns angucken. Dabei stellt sich ja auch noch die Frage zum Zweiten, warum eigentlich eigene Autoloops machen? Da sind ja welche dabei und die, finde ich, sind ja auch ganz gelungen. Also fürs Anpassen geht natürlich zum einen, wenn ich mir dann selber sage, die sind zwar nett, aber ich könnte noch ein bisschen mehr oder das gefällt mir so im Ablauf nicht, dann kann ich sie eben so anpassen. Ich kann noch mehr einstellen oder ich möchte einige Dinge, die der Master regelt, dann für bestimmte Lichter ausnehmen und so weiter. Also ich kann das, was mir geliefert worden ist, entsprechend so anpassen, wie mir es gefällt, wie ich es brauche. Das wäre das eine. Und das zweite, da gucken wir mal, wie normalerweise so ich sag mal, der Workflow auch in der Vorbereitung und Durchführung einer Veranstaltung ist, wenn ich meine Musik habe und mit Soundswitch für die Lichtsteuerung arbeite. Ich als mobiler DJ, ich habe dann eine ganze Reihe von Tracks, die sind schon geskriptet, das sind also die immer wieder kommen, das Standardprogramm. Und natürlich habe ich auch, ich bereite ja eine Veranstaltung, ein Gig vor für eine Hochzeit, für einen Geburtstag. Und man redet mit den Auftraggebern natürlich, welche Musik hätten sie gerne, was soll gespielt werden. Macht mir vorher natürlich meine Playlisten oder meine Crates fertig für die Musiken, die ich sehr wahrscheinlich spielen werde und sehe zu, dass ich die auch recht vorher geskriptet kriege. Also mit der Autoscript-Funktion oder noch Hand anlege zu den Sachen, sodass ich für diese Songs, die ich da in der Vorbereitung habe, auf jeden Fall eine angepasste Lichtshow habe. Aber nun wisst ihr das selber. Mache einen Plan, sei ein schlaues Licht, mache einen zweiten Plan, gelegen werden beide nicht. Da kommt da ganz viel dazu. Das ist ja auch gut so, sonst wird es langweilig werden, sonst würde ich nur eine Playlist abfeuern. Da kommen die Musikwünsche von den Gästen und von den Auftraggebern. Da lest ihr euer Publikum und stellt fest, da wird auf einmal, da sind viel jüngere Leute, als ihr gedacht habt. Und da geht viel mehr Hip-Hop und Dance. Oder die stehen auf, da ist eine ganze Eckfraktion, die mir auf Metal steht. Oder. Also ihr lest das Publikum und stellt fest, ihr ändert mal die Musikfarbe und das bringt das eine andere mit rein. Oder ihr stellt selber gerade eben fest, oh, jetzt würde folgender Song, der wird ja richtig gut passen. Und das sind jetzt möglicherweise denn Songs, die sind eben noch nicht geskriptet. Die habt ihr nicht auf der Reihe gehabt vom Musikwunsch oder von anderen Dingen. Und wenn man die jetzt spielt, ist ja gar kein Problem mit Soundswitch. Soundswitch kümmert sich mit den Autoloops darum, dass auch da bei all den Songs, die ihr noch gar nicht im Petto hattet, die ihr einfach über euer DJ-Programm abspielt, da eine wunderbare Lightshow abgeht. Aber wäre das da nicht gut, wenn diese wunderbare Lightshow noch besser wäre, wenn die fast aussehen würde, als hättet ihr sie gescriptet? Nun sage ich später nochmal was zu. Soundswitch kein Scripting on the fly, also auflegen oder erstellen ein Skript, das geht so noch in Tüttelchen nicht. Aber was man tun kann, und jetzt kommen unsere selbst gebastelten Autoloops ins Spiel. Ich bastel mir so eine Reihe von Autoloops für so den klassischen Aufbau eines Songs. Ich bastel mir also eine Autoloop, der mal angepasst ist darauf für Intros oder ein Autoloop für Outros oder vor allem ein Autoloop für Drops und für Breakdowns und für Build-Ups. Ich baue mir also für diese ganz typischen Szenen in der Musik, Musikszenen, baue ich mir Autoloops.
Loops und dann auch in verschiedenen Farben. Und jetzt spiele ich einen Song ab, der nicht gestriptet ist und jetzt kommt es zu einem wunderbaren, richtig dollen Drop und dann drücke ich einfach in meinem MIDI-Pad hier auf den Knopf roter Drop oder wie auch immer und dann sieht das Ganze aus, als wenn das ein gescripteter Song wäre. Es kommt zu einer dem Drop angepassten Lightshow und dann kommt der Breakdown und dann kommt der nächste Knopf. Ich baue mir also so eine kleine Bibliothek von solchen angepassten Autoloops, die ich für solche Zwecke benutzen kann. Und schon sieht es so aus, als wenn fast alle meine Songs eine ganz perfekt abgestimmte Lightshow haben. Mit dieser Bibliothek kann ich arbeiten. Ich persönlich habe das so gemacht und mache das so. Ich habe mir eine von den Bänken für diese eigenen Spezialeffekte, sage ich mal, freigeräumt. Und da sind meine angepassten Autoloops. Und bei den anderen arbeite ich mit dem, was SoundScript damit geliefert hat. Ja, so viel der Vorrede und jetzt nehme ich euch wieder mit. Jetzt gucken wir mal in SoundScript selber, wie kann ich eigene Autoloops kreieren und die vorhandenen eventuell auch anpassen. Viel Spaß dabei. Ja, dann wollen wir mal schauen, denn wie man solche Autoloops selber basteln kann und anpassen kann, so wie in der Einleitung eben erwähnt. Ich gehe mal auf mein SoundScript, ist schon gestartet. Ich bin im Edit Mode und ich habe hier die Autoloops angewählt. Das erste ist, ihr habt ja gesehen, wir haben hier diese vier Bänke. Ich kann diese vier Bänke also auch umbenennen. Ich einfach mit dem Doppelklick hier rein und jetzt nenne ich den mal um. Rücktaste, Bank 2, Spezialitäten oder wie auch immer. So, meine eigenen. Oder Holgers beste Autoloops oder wie auch immer. Ich kann die also beliebig umbenennen. So, jetzt habe ich hier schon Vorbelegung. Ich kann diese Autoloops, die vorhandenen Autoloops jederzeit löschen. Rechte Maustaste hier drauf, rechte Maustaste und sage Delete. Und nochmal hier rechte Maustaste hier drauf, Delete. So kann ich die vorhandenen Autoloops jederzeit löschen und schaffe mir hier Platz, um neue anzulegen. Auf das Pluszeichen kann ich jetzt neue Autoloops generieren und die vorhandenen, wenn ich möchte, hier löschen. Keine Sorge, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Die sind nicht ein für alle Mal weg. Was ihr jederzeit machen könnt, über den Bereich hier oben in der Menüzeile Options, da habt ihr die Möglichkeit Reset Default Autoloops. Wenn ihr das anklickt, kommt noch eine Sicherheitsabfrage und dann stellt er die ursprünglichen Default Autoloops, also die mitgelieferten, wieder her. Die sind dann alle wieder da. Dann sind aber eure eigenen Autoloops, die ihr selber gebaut habt, möglicherweise schon in der Zeit, die sind dann wieder weg. Also wenn ihr eigene gebaut habt, dann diese Option besser nicht ziehen. Aber wenn man mal ausprobieren will, einfach mal welche löschen und eigene zu machen, dann kann man die anderen hier wieder herstellen. So, und ich baue mir jetzt mal hier einen neuen Autoloop. Klick hier auf das Pluszeichen. Und jetzt fragt er mich hier an der Stelle ganz klein, wie viele Takte lang soll denn der sein? 8, 16, 32, 64 bis 128 Takte lang. Ich mache mal einen 16 Takte langen Autoloop hier. Und jetzt kann ich hier auch sagen, wie soll der denn heißen? Ich nenne den mal, das soll einer für einen Drop werden. Und mit der Farbe, mit der Lichtfarbe Rot, roter Drop, besonders originell, roter Drop. So, jetzt habe ich also hier meinen, den habe ich angewählt und jetzt kann ich da rangehen, diesen Autoloop zu erstellen und zu basteln. Ich fange das erste Mal mit der Lichtintensität und mit dem pulsierenden Lichter an. Dieser Balken hier, das ist quasi mein Dimmer für die gesamten Mastertrack. Ich bin jetzt hier auf dem Mastertrack. Ich lege den Autoloop erstmal auf dem Mastertrack an und kann den Balken hier verschieben. Ich schiebe den erstmal hier nach oben. So, jetzt kann man, wenn man das jetzt anpassen möchte, einfach mit solche kleinen Knoten auf diesen Balken setzen. Ich klicke hier einmal drauf, einfach einen Klick drauf. Und jetzt hat er mir hier, und ich klicke hier noch einmal drauf, da einen Knoten, da einen Punkt gesetzt. Und jetzt kann ich die Knoten anfassen, wenn mir das dann auch gelingt, und kann den jetzt hier nach unten ziehen. Kann den also hier da auf den Taktpunkt setzen. Den habe ich nicht ganz getroffen hier, den ziehe ich dann mal ein wenig genau auf den Takt hier hin. Kann den also anfassen, mache hier wieder einen Punkt, ziehe den nach oben und ihr seht, ich kann mein Dimming hier jetzt wunderbar anpassen und wieder einen Punkt setzen und wieder nach unten ziehen. Wenn ich diese Punkte löschen möchte, die ich hier selber setze fürs Dimming, einfach einen Doppelklick auf den Punkt und dann ist der weg. Oder ich kann auch mehrere, ich setze hier nochmal einfach so aus Spaß nochmal den einen oder anderen, kann mehrere von diesen Punkten löschen, einfach den ganzen Bereich markieren, Entfernen-Taste drücken und dann sind die alle weg.
Also so könnt ihr solche Dimming-Punkte setzen. Einfach hier auf die Linie einen Klick. Hier wieder einen Klick draufsetzen und dann ziehe ich den herunter. Und nochmal einen Klick draufsetzen und dann ziehe ich den wieder hier hoch. Und nochmal einen Klick setzen und dann ziehe ich den wieder runter. Na, treffen muss man auch noch. Und dann ziehe ich den hier wieder runter. Den habe ich nicht ganz nach oben. Ich kann das Ganze hier, auch was ich hier gemacht habe, ich muss das nicht die ganze Zeit machen, ich kann das hier auch mit Cut and Paste kopieren. Ich kopiere mal diesen Bereich, Steuerung C, und jetzt klicke ich hier drauf und Steuerung V, und jetzt fügt er mir hier den wieder ein, und nochmal hier drauf, Steuerung V, und so, Steuerung V, habe ich das Ganze hier mit Cut and Paste kopiert. Kann auch den ganzen Bereich hier nehmen, Steuerung C, und jetzt hier einfügen, Steuerung V, Steuerung V und Steuerung V. Und jetzt habe ich für den Rest hier meine pulsierenden Lichter. Ich wähle jetzt hier einmal die Farbe aus. Das ist ja hier die Farbspur hier an der Stelle. Da längs mehrere Möglichkeiten. Entweder hier oben auf den Color Picker direkt klicken oder auch, wer es gewohnt ist, mit der rechten Maustaste zu arbeiten, rechte Maustaste Change Color. Komme ich auch in den Color Picker und ich nehme jetzt mal, wie gesagt, das soll rot sein. Hier also rot und dann Apply. Und jetzt habe ich hier die rote Farbe ausgewählt. Ich habe jetzt also die rote Grundfarbe auf dem Master Track. Also alle, die nicht abweichend formatiert sind, würden dann entsprechend mit rot leuchten. Und hier ab dem dritten Takt würde das dann so pulsieren, das Ganze. So, jetzt soll das für einen Job. Jetzt möchte ich da ein bisschen mehr haben. Jetzt gehe ich mal hier in diese Zeile und markiere hier mal meine ersten drei Takte. Und da möchte ich einen Strobe haben. Da möchte ich einen Strobe reinhaben. Rechte Maustaste und Strobe. Oder ersatzweise hier auf diese Schaltfläche würde auch ein Strobe geben. Rechte Maustaste, Strobe. Und jetzt kann ich hier den Strobe einstellen, ob der die ganze Zeit gleich hoch sein soll oder ob der etwas langsamer anfangen soll und dann starten soll. Ich mache den mal so. Und dann würde ich jetzt hier den Strobe haben. Da habe ich hier kann man hier die Linie sehen, die kann ich auch anpassen. Ich kann den Strobe hier länger machen oder kürzer machen. Das kann ich entsprechend anpassen. Ich will hier im weiteren Verlauf hier auf den neunten Takt, da nehme ich den mal hier nach oben. Nehme das Dimming hier nach oben und da möchte ich auf den neunten möchte ich auch einen Strobe haben. Dann markiere ich den hier auch nochmal, rechte Maustaste. Nein, das war eine falsche Zeile, diesen hier. Rechte Maustaste, Strobe. Oh, und der soll gleichmäßig bleiben. Den fahre ich dann mal hier ganz hoch. Na, vielleicht ganz bisschen viel. Nehmen wir etwas runter. Und Apply, zustimmen. Jetzt habe ich hier auch einen Strobe. Also, jetzt habe ich hier einen Strobe. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen für meine Moving Heads, möchte ich da noch ein bisschen Bewegung drin haben. Und diese Bewegung, das kann ich einstellen, wo sollen die Moving Heads hin zeigen und wo wollen sie sich hin bewegen. Das geht über diese sogenannten Position Cues. Die kann man auch später noch weiter editieren. Ich habe hier, möchte am Anfang und zwischendurch, dass die Moving Heads zum DJ-Pool zeigen. Also nehme ich hier DJ-Boost und ziehe die hier in die unterste Zeile dann mal hier hin. Also am Anfang sollen sie zum DJ-Stand zeigen. Und dann mache ich das hier mal auf den vierten Takt. Und dann mache ich das nochmal auf den zehnten dann vielleicht. Hierhin sollen sie auch wieder zum DJ-Stand zeigen. Da mache ich dann das hier. Und dann soll da ein bisschen Bewegung rein. Jetzt mache ich dann also nochmal hier. Dann sollen die mal hier ein Crossover haben. Und dann sollen die mal hier zur Mitte der Bühne zeigen. Dann machen wir mal einen Taktanfang und den hier dann auch. Und dann sollen die mal hier Dancefloor Center. So kriege ich jetzt hier ein bisschen Bewegung in die Sache und habe jetzt hier meine Positionsmarken für die bewegten Lichter, für die Moving Heads. So, und jetzt soll noch mal zum Ende hier, jetzt mache ich mal hier verschiebe ich mal hier hin. So, und ab dem neunten Takt hier markiere ich mal diesen gesamten Bereich bis zum Ende. Und da mache ich dann mal so einen Positionseffekt. Wir haben hier solche Effekte, die wir später auch noch näher ansehen können. Und hier gibt es Positionseffekte, also so eine fertig vorbereiteten schon. Und da gibt es hier Change and Hold. Ich mache hier mal so ein Change and Hold. Er wird also immer die Position wechseln, der Moving Heads, und so lange halten bis zum nächsten Wechsel.
So, und dann ziehe ich diesen Change and Hold, ziehe ich den jetzt mal hier hin. Und jetzt fragt er mich noch die Länge, wie lang soll zwischen den einzelnen Änderungen was sein, ein Takt. Und sagt so, okay, jetzt hat er die hier drin. So, und jetzt habe ich also einen Autoloop gebastelt für einen entsprechenden Drop. Und jetzt gucken wir uns gleich im nächsten Schritt mal an, wie man so einen Autoloop vielleicht noch für so einen Breakdown machen kann. Und dann gucken wir uns das Ganze nachher im Effekt an, wie das dann aussieht. Ja, bevor wir jetzt gleich nochmal einen weiteren Autoloop bauen, einen für einen Breakdown, dass die wir so beide hintereinander dann mal abfeuern können, noch so ein paar hilfreiche Funktionen, wenn ihr jetzt am Editieren der Lichter so seid. Ein paar Abkürzungen. Also ich möchte hier solche wie eben auch so ein Dimming auf und ab, also die Lichter sollen entsprechend flackern oder wie auch immer einbauen. Ich mache das hier mal so über 4 Takte, möchte ich das machen. Und da könnt ihr jetzt einfach den Bereich, in dem ihr das jetzt haben wollt, das Auf und Ab markieren. Und jetzt könnt ihr einfach mit den Zahlentasten arbeiten. Das sind so Hotkeys. Wenn ich jetzt ein 80% den Puls haben möchte, auf 80% der Lichtintensität drücke ich einfach die 8 und jetzt fragt er mich, wie lang soll denn der einzelne Puls sein? Also sehr schnell, 32 oder 16. Ich mache mal hier einen kompletten Takt, also sag mal 1 hier an der Stelle. Und jetzt seht ihr das, was ich eben gerade eben auch gemacht habe. Er baut mir sowas ganz schnell selber. Ich kann das hier, mache das hier nochmal für den nächsten Teil hier. So, und jetzt sage ich mal, 0 steht für 100%, also 100% und für einen halben Takt. Und jetzt hätte ich euch so entsprechend die Pulsrate, die Intensität und wie schnell der Puls sein soll. Das kann ich also sehr schnell erzeugen mit diesen Hotkeys, markieren und Zahlentaste drücken. Und er fragt mich, wie lang das Einzelne sein soll. Und dann ist das schon eingefügt. Ich baue hier nochmal so ein. Ich nehme mal wieder 4 Takte hier. Sag mal hier also wieder eine 8 und sage das rüber jetzt wieder für einen Takt. Okay. Und jetzt brauche ich diese Einstellung, die ich jetzt hier habe, vielleicht öfter. Ich kann das ja auch angepasst haben, kürzer und länger. Was immer ich hier gemacht habe, das soll jetzt an ganz bestimmten Stellen, also das möchte ich 2 oder 3 Mal genauso wieder haben. Das wird nachher auch für Position Cues und so weiter gelten, in meinen Autoloop. Da kann ich natürlich, könnte ich das hier jetzt hier nehmen, das haben wir schon mal gemacht, Steuerung C und jetzt füge ich das hier an der Stelle, dann möchte ich das hier nach dem 12. Takt hier haben, Steuerung V so ein, wunderbar, funktioniert. Jetzt ist die Sache, jetzt stelle ich fest, nee, ich möchte, das ist mir doch zu hell, jetzt für den Aufbau, wo ich gerade bin, für mein Venue oder die Moving Heads gehen da in die falsche Richtung und ich fange jetzt an, das mal kurz zu ändern und jetzt ändere ich den hier um. Aber da muss ich das bei allen denen, die ich hier eingefügt habe, wieder ändern. Da gibt es eine sehr elegante, schöne Möglichkeit. Ich nehme mal diesen Bereich, den ich jetzt vielleicht 2, 3 oder 4 Mal brauche, einmal markieren, rechte Maustaste und dann gibt es hier Create Master Block. Ich sage mal Create Master Block. Jetzt steht, ich glaube hier eine 1 oder 2, ich hatte schon vorher einen kreiert. Und jetzt kann ich dahin gehen, wo immer ich das brauche, rechte Maustaste und jetzt sagt er mir Insert Link Block. Ein Masterblock habe ich geschaffen und diesen Masterblock kann ich quasi als Linkblock wieder einfügen, als Kopie. Und ihr seht, er hat mir den hier jetzt nochmal eingefügt und jetzt gehe ich hier nochmal hin und sage nochmal, gehe ich also hier nochmal hin und sage Insert Linkblock. Jetzt hat er mir also 2 Mal diesen Block entsprechend eingefügt. Und was ist jetzt der Unterschied zum Cut and Paste? Wenn ich jetzt anfange hier irgendwas zu verändern im Masterblock, dann verändert er das auch in den gelinkten Blocks. Ich muss mir also keine Gedanken darüber machen, dass ich das an wie vielen Stellen ich das noch machen muss, weil wenn ich das mit dem Masterblock gemacht habe, dann wird er mir das an allen anderen Stellen, die ich verlinkt habe, auch entsprechend machen. Also eine sehr elegante Methode, wenn ich bestimmte Dinge, die ich gemacht habe, öfter brauche. Also ein Masterblock, das Ganze funktioniert auch hier über Insert, Create Masterblock oder über die entsprechende Hotkey Ctrl L und Create Link Block Ctrl Shift L fügt die entsprechend ein. Wenn ich die hier nicht mehr brauche, rechte Maustaste hier oben auf die kleine Ziffer, Delete Link Block, da rechte Maustaste auf die kleine Ziffer, Delete Link Block und hier Delete Master Block, dann ist der wieder weg und jetzt könnte ich das Ganze so entsprechend jetzt auch wieder löschen. Das wären also so ein paar
kleine Hilfen zum Editieren hier. Das eine ist das mit den Hotkeys für die Pulsfrequenz und die Intensität. Das zweite mit Cut and Paste zu arbeiten. Und das dritte mit diesem Masterblock und mit diesen Linkblocks das Ganze zu machen. So, und jetzt geht es aber auch gleich weiter mit dem nächsten Autoloop. Wir bauen uns ja nochmal einen zweiten Autoloop für einen Breakdown. Und da möchte ich jetzt hier über die ersten drei Takte, es ist ja auch ein Breakdown, es soll langsam runtergehen, möchte ich, dass das so langsam ausfadet. Ich klicke, markiere meine ersten drei Takte und gehe hier auf diese Effekte, also wo schon ein bisschen was zusammengestellt ist, und nehme mal hier einen Fade-Out. Fade-Out, und jetzt muss ich immer nur linke Maustaste drücken, gedrückt halten, hier raufziehen, kleines Pluszeichen am Cursor, und jetzt macht er mir über die ersten drei Takte ein Fade-Out. Jetzt erzeuge ich hier mal einen neuen Punkt auf meiner gehe den mal hier so hoch, ist auch so knapp 50%, und mach mal hier nochmal wieder über die nächsten neun Takte wiederum hier nochmal einen zweiten Fade-Out, zieh den nochmal hier hin und dann geht er nochmal, nein, der sollte von hier an da angehen, so, einen zweiten Fade-Out, vielleicht einen kleinen Tick höher, so in die Richtung gehen und den anderen hier mal löschen. So, zweiten Fade-Out, und jetzt soll es hier am Ende, da kommt es dann langsam zum Drop hin, von dort an soll es dann wieder nach oben gehen, also markiere ich mir hier meine letzten Takte meines Autoloops und mache hier mal einen Fade-In und ziehe den mal hier hin, so, und dann würde das hier wieder nach oben gehen mit der Lichtintensität. Jetzt brauche ich hier noch ein bisschen Licht. Ich fange hier auch mal mit, soll ein blauer dann sein. Ich fange hier mal mit den ersten Takten an. Und das kennen wir schon, rechte Maustaste oder hier oben den Color Picker, Change Color. Und dann nehme ich dann hier mal ein Blau, dieses Blau hier und Apply. So, und jetzt soll für die nächsten, das passt dann auch ganz gut, so ein Farbübergang sein. Es soll ja jetzt langsam die Energie dann rausgehen. Jetzt mache ich mal so einen Farbübergang vom Blau ins Rote. Ich markiere hier mal diesen Bereich hier. Und jetzt mal die rechte Maustaste hier drauf, und jetzt sage ich nicht Change Color, sondern Color Transition, Farbübergang. Und für einen Farbübergang markiere ich erst die erste Farbe, mit der anfangen soll, das soll mal blau sein. Und jetzt die Leertaste drücken und jetzt die zweite Farbe, in die er wechseln soll. Statt diese Leertaste und zwar, könnte ich auch einfach schon den letzten Teil, das letzte Feld meines markierten Bereiches anklicken. Ich mache das jetzt mit der Leertaste und der soll mal in Rot hier überblenden und sage ich Apply. Und wenn man jetzt das hier so sieht, dann geht er vom Blau jetzt hier ins Rot. Und jetzt soll er mal von Rot wieder ins Blau gehen. Jetzt nehme ich diesen Teil hier, markiere mir den hier, rechte Maustaste, Color Transition, Farbübergang. Und er soll jetzt hier von Rot und jetzt Leertaste wieder zurück ins Blau gehen. Und Apply. Und dann sieht das jetzt so aus. Und die letzten, die mache ich dann mal wieder hier komplett in Blau. Also Change Color. Und dann nehme ich die hier. Ihr seht auch die letzten benutzten Farben, das hat er hier gespeichert. Da müsst ihr also nicht lange hier herum suchen. Zum Mixing hier auch mit Amber, White und UV, da kommen wir dann an späterer Stelle dann nochmal. Ja, so sehen jetzt also erstmal meine Farben aus für mein Breakdown. So, und jetzt füge ich dann nochmal wieder ein paar, damit auch die Moving Heads was zu tun haben, füge ich jetzt ein paar Position Cues hinzu. Ich fange mal wieder hier an mit dem DJ Booster, soll er dann hingehen, und dann hier und hier und am Ende, und dann habe ich hier zwischendurch dann nochmal den hier, und dann soll er nochmal hier Stage Right, Stage Left. Hier nochmal ein Crossover. So, jetzt habe ich hier meine Position Cues gemacht, und so könnte jetzt mein kleiner selbstgebauter Autoloop für so einen Breakdown aussehen. Ja, so könnt ihr also euer Autoloop selber bauen für Drops, für Build-Ups und so weiter, für Breakdowns, und mit denen dann arbeiten. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Echtbetrieb an. Wie würden die denn aussehen, wenn wir die abfeuern? Ja, bevor wir den Echtbetrieb angucken, muss ich die noch einmal mappen auf meinem MIDI-Controller. Also dafür wechsle ich, wir haben es ja schon einmal gemacht, in den Bereich MIDI. Und jetzt habe ich hier meine Autoloops, und jetzt möchte ich ja
Diesen roten Drop, den ich gerade gebaut habe, den möchte ich mappen. Rechte Maustaste und die entsprechende Taste drücken. Hier, und jetzt nehme ich den blauen Breakdown, hier auch noch rechte Maustaste und die entsprechende Taste drücken. Und beide sind gemappt. Und jetzt kann ich dann in den Playbetrieb gehen und feuere die beiden dann einmal ab. Ja, jetzt wollte ich euch ja gerne oder werde euch gleich das Ergebnis unserer kleinen Session vorführen, aber leider hat hier der Fehlerteufel mehrfach zugeschlagen. Ich hatte Probleme mit dem Song, ich habe einen lizenzfreien Song heruntergeladen, damit ich den laufen lassen kann, sonst gibt es bei YouTube ja Probleme. Aber mit dem Song funktioniert es nicht, der stürzt mir ab, also ich kann den Song da nicht richtig laufen lassen. Und dann habe ich noch an meinen MIDI-Einstellungen rumgefummelt und dann gab es da jetzt auch noch ein Problem. Und ich habe im Moment hier auch sowieso nur so ein paar kleine Fixtures hier zu Hause rumliegen. Der Rest ist im Lager und habe das mal notdürftig aufgebaut. Also die Ergebnisvorführung wird jetzt ohne Ton sein. Also ihr seht jetzt, dass wie die beiden Auto-Loops aussehen würden ohne den Ton dahinter. Ist natürlich ein bisschen blöde und das ist auch sehr provisorisch nur aufgenommen. Also normalerweise würde ich das Video so nicht rausgeben, aber ich wollte das gerne heute noch hochladen, weil ich bin ab morgen im Urlaub und im August werden keine neuen Videos kommen, erst im September wieder. Und ich habe versprochen, das noch zu machen, dieses Video. Und es kommt ja auch darauf an, wie man die Autoloops produziert. Das Ergebnis seht ihr jetzt in nicht so schöner Darstellung, aber ihr seht es. Aber entscheidend ist ja, wie man Autoloops produziert. Und deswegen kommt jetzt ein Ende dieses Videos, was mir so nicht gefällt. Aber ich werde das auch nochmal nachholen und wieder richtig schön machen. Aber ihr wisst schon mal, wie man Autoloops selber machen kann. Ich melde mich jetzt mal für den August in den Urlaub ab. Und ab September gibt es dann frische, neue Videos. Und dann geht es weiter mit der Reihe. Es gibt da noch ganz viel, worüber wir uns austauschen können. Bis dahin, habt einen schönen Sommer und macht es gut.